Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die drei Fragezeichen und der Riesenkrake. Ja, beim letzten Mal haben wir Steine gesammelt und ich bin ein super Blindfisch. Und hier ist der letzte Stein. Die Plackerei hat sich Wahnsinn. gelohnt. Wir haben genug Steine für einen Staudamm. Let's build the Staudamm. Hey. Aha. Der Staudamm steht. Bloß ist er an einigen Stellen undicht. Ja, dann brauchen wir Matsch. Das haben die nämlich schon gesagt. Das ist ja dieses Dingsmittel. Matsch, Baumaterial und Dämmstoff für Sandburgen. Nur mit Dämmstoff. den Händen schlecht zu transportieren. Aber da ist ja der Eimer. Matsch, Matsch, Und Matsch. jetzt nehmen wir Matsch mit. Zack. Okay. Jetzt können wir unseren Damm nämlich dicht machen. Hiermit Perfekt. erklärt Baumeister Bob den Staudamm offiziell für abgedichtet. Ja, sehr schön. Ab das Boot dahin. Unsere Lungenkraft in Ehren, aber damit blasen wir das Boot nicht auf. Gibt bestimmt hier was. Nee, vielleicht hat sie irgendwie was. Wenn sich vor der Küste tatsächlich. Nee. Hört ihr? Die Flut setzt ein. Wir drehen die Augen vor Hell. Dann ist bestimmt jetzt hier irgendwas. Das also war des Turmes Kern. Eine Fußpumpe. Tada, Fußpumpe und gib ihm. Ja, Nicht guck schlecht. an. Drück mal einer dagegen, ob es hält. Nee, toll. Zu früh gefreut. Das Boot verliert Luft. Hält natürlich nicht. Super. Und mir fällt gerade ein, ich mache noch mal ganz schnell eben hier die Sachen aus. Nicht, dass wieder irgendwelche komischen Sachen reinkommen. Also das Boot hält nicht dicht. Ist hier irgendwas? Ich dachte, das wäre vielleicht Kleber oder so. Womit könnten wir das denn dicht machen? Aber dem Schlauch. Der Schlauch ist noch intakt. Nee. Was steht denn hier? Wir können die entweichende Luft sichtbar machen, indem wir das Schlauchboot ins Wasser legen. Ja, dann tun wir das doch einfach. Ich kann keinen Riss entdecken. Und wenn wir die entweichende Luft sichtbar machen? Ich kann keinen Riss entdecken. Gut So. gemacht, Peter. Jetzt kennen wir die Stelle. Da. Holen wir das Boot heraus und legen es vor die Bucht. Wo das Loch ist, haben wir gesehen. Womit können wir es flicken? Später, Peter. Ja, womit können wir es flicken? Ist hier vielleicht auch noch was? Ich wusste doch, dass das irgend so ein Kleberkram ist. Mann. Let's do it. Hey. Wo das Loch ist, haben wir gesehen. Das war doch hier. Seid ihr jetzt Wo das Loch kleinlich? ist, haben wir gesehen. Womit können wir es flicken? Kleber. Ihr seid doch albern. Ist hier noch mehr Kram, was ich brauchen kann? Nee. Eine ausgeleierte Badehose. Nee, nix mehr, ne? Ja. Vielleicht kann ich ja jetzt den Dings nehmen, den Schlauch. Als Flicken taucht der Schlauch allemal. Ich Wir wusste müssen es ihn doch. allerdings zurechtschneiden. Ich wusste es doch. Das ist schon wieder. Das finde ich halt nervig, weißt du? Dass du bestimmte Dinge erst irgendwann später nehmen kannst. Das hätte ich halt gerne vorher schon. Das war bei TKKG schon nervig. Siehst du, da ist die Schere. Ich habe den Fahrradschlauch mit der Schere gestutzt. Jetzt. Okay. Ja, bla bla, sorry. Ein Flicken muss drauf. Zuvor sollten wir das Gummi rund um das Loch aufrauen. Wie raue ich das denn auf? Ach klar. Ich raue mit Schön. der Feile das Gummi etwas auf. Ja, Mann. Kleber drauf. Streiche die angeraute Stelle mit dem Kleber. Und drauf die Flicken. Ob das hält? Klar. Wir müssen ordentlich draufhauen, damit der Flicken hält.
Ich hab doch den Hammer. Mit dem Hammer auf den Flicken, ey. Den Kraftakt überlasse ich dir jetzt weiter. Okay. Pump it up. Es hält. Paddeln wir los? Klar. Wir haben keine Paddel. Oh. Ja, dann lass uns Paddel holen. Wir haben doch hier diese lustigen Schläger. Damit geht's bestimmt. Ich wusste es. Jetzt gehen wir mit... Entschuldigung, schon wieder abgebrochen. Mit Ping-Pong-Schlägern geht's los. Wie geil. Und wie kommen wir aus der Bucht heraus? Ja, Steine weg, Mann. Das Schlauchboot ist seetüchtig. Wagen wir uns hinaus aufs Meer? Klar. Die See ist ruhig. Es spricht nichts dagegen. Dann lasst uns ins Boot steigen und nach Anapamu übersetzen. Okay, das gefällt mir. Kollegen, wenn ich bitten darf. Ach, das war's schon. Das, so sieht die Insel aus. Was ist passiert? Die Hütte. War das der Krake? Peter immer mit seinen ganzen Ängsten, voll geil. Oh, nee, das wollte ich natürlich nicht. So, gucken wir uns die Hütte an. Was ist das denn? Ach, ist das ein Metalldetektor? Alter Metalldetektor. Damit könnten wir klären, ob sich etwas Mechanisches über den Abhang bewegt hat. Du meinst, dass wir Schrauben oder so finden? Werden wir nicht. Riesenkraken sind aus Fleisch und Blut. Glaube ich zumindest. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass auf der Insel ein geheimes Manöver abgehalten wird. Militär? Metall? Hallo? Eure zwei plus meine Erdbebentheorie. Mal sehen, ob wir eine davon verifizieren können. Zunächst müssen wir dafür sorgen, dass der Detektor läuft. Wie ich sehe, fehlen noch Batterien. Also was ich sagen muss, ist leider gerade war die Musik, die war okay, aber die Stimmen waren viel zu leise dafür. Ich hoffe, ihr hört das richtig. Mal schauen, was hier noch so gibt. War mal ein Geräteschuppen. Es sieht aus, als hätte ihn der Hieb einer riesigen Axt erwischt. Aber was für eine Axt, ey. Hier liegt doch noch was rum, das kann ich doch 100% später noch brauchen. Hey, First Aid-Geschichten. Die Notaufenthalte stammt noch aus den 60ern. Gut möglich, dass sie dem letzten Erdbeben nicht standgehalten hat. Okay. Die Hütte für Not. Aber hier gibt's nichts für mich, okay. Ja, Freunde, was ist hier denn noch so los? Sieht aus, als hätte sich hier etwas Schweres hin und her bewegt. Ein Militärmanöver? Ja, oder ein Riesenkrake. Sieht aus, als hätte sich hier etwas Schweres. Gute Idee, aber ohne Batterien läuft er nicht. Batterien, die sind bestimmt. Habt ihr welche? Wenn sich vor der Küste. Ja, nein, okay. Da sind bestimmt welche drin. Okay. Das Radio ist eine Batterie. Da ist natürlich auch eine drin. Das kleine Fach hat die Batterie geschützt. Eine Hosentasche. Badehose. Die ist sogar Justus zu weit. Aber da ist keins drin, okay. Zen, let's have a look. Wo könnte denn noch was sein? Ja gut, hier ist wahrscheinlich ja nicht, ne? Wo könnte es noch Batterien geben? Ich kann hier. Mir drehen die Augen vor Helligkeit. Nicht, dass mir eine. Hier ist nichts mehr, ne? Hier ist gar nichts mehr. Sorry. Nee, hier ist auch schon wieder nichts mehr. Ich will nur sicher gehen, dass ich nicht irgendwas völlig verbraselt habe hier. Wo könnte es noch? Ja, aber hier ist ja gar nichts mehr. Da ist bestimmt hier noch irgendwas. Ist hier noch mehr? Ach, da natürlich drin. Natürlich. Eine Batterie steckt noch in dem Taschenventilator.
Eine ausgeleierte Batterie. Ja. Ist hier nicht noch irgendwas? Also eine Batterie fehlt mir jetzt noch. Vielleicht ist sie auch auf der Insel. Könnte ja sein. Die Hütte für Notaufenthalte stammt. Die Hütte für Not. Wir sollten uns auf der Insel und am Strand umsehen. Und Aufenthalte stammt noch aus den 60ern. Also hier muss ja irgendwas sein. Dass sie den letzten Erdbeben nicht standgehalten hat. Aber hier. Das war mal ein Geräteschuppen. Ist nichts mehr. Wo könnten denn noch Batterien drin stecken? Ja, hier ist nichts mehr, ne? Die Hütte für Notaufenthalt. Da liegt doch eine, Mensch, du Hanswurst. Möglich, dass sie dem letzten Erd. So, jetzt aber. Was hier wohl unterwegs war? Ach so, läuft's. Ja, hier war auf jeden Fall was. Okay. So, wie viele wollt ihr denn haben? Okay. Mann! Ach, auf einmal geht's. So. Nur lauter Schrauben. Gehen wir noch mal drüber. Hier ist ja nichts. Ach doch. Hier irgendwo. Aha! Kollegen, das nenne ich mal ein ungewöhnliches Fundstück. Was ist das? Ach so. Ja, unser Fundstück sieht aus wie eine Orgelpfeife oder. Mach's mal ein bisschen lauter. Vielleicht ist das eine raffinierte Lockpfeife für Riesenkraken. Ich möchte sie auf jeden Fall den Mädchen zeigen. Oh, also vom Sound her ist es furchtbar. Meinetwegen. Aber dann geht es um unsere Zentrale. Dort kümmern wir uns um dein Foto, untersuchen das Fundstück und informieren uns über Riesenkraken. Peter ist ja fast gar nicht zu verstehen. Ich möchte nicht zum Hauptmenü, ich möchte eigentlich. Wenn sich vor der. Zeigen wir euch das mal. Ist alles kaputt und man findet nur solchen Schrott? Aus deiner Krakenpfeife kommt nicht wirklich ein Ton. Wohin man sieht, Müll und Vandalismus. Am besten ihr vergesst das Teil und sucht lieber den verirrten Riesenkraken. Aber denkt dran, Peter, morgen ist unser Jahrestag. Ach Gott. Wenn sich vor der Küste. Na, und jetzt? Justus, Peter und Paul okay. Können es kaum erwarten, Foto und Fundstück in ihrer Zentrale, dem alten Campingwagen, näher zu untersuchen. Doch kaum haben sie den Schrottplatz von Onkel Titus erreicht, liegt Ärger in der Luft. Oh yes.
Ich freue mich auf den Schrottplatz. Ärger mit einem Kunden. Okay, zweites Kapitel. Justus! Ach du Schande. Justus! Tante Dings. Ach, ist er noch immer unterwegs? Tante Mathilda klingt Mathilda. Beruhigt. Ich glaube, sie braucht Unterstützung. Klar, am Ende dürften wir Holz hacken, Möbel schleppen oder Büsten abstauben. Ah. Justus hat rechts weiter. Außerdem, ist euch der Wagen aufgefallen, der die Einfahrt blockiert? Wir müssen auf andere Weise auf den Schrottplatz gelangen. Ich kann es nicht anders sagen, diese Stimmen machen es so sympathisch. Welcher Kunstbanause hat den Zaun plakatiert? Das dürfte Tante Mathilda gar nicht gefallen. Ist das nicht sogar mein Bild? Kann da nicht lesen, was da steht. Da macht sich jemand über mich lustig. Da macht sich jemand über mich lustig. Okay. Flugblätter? Das an einem Zaun, der von Künstlern gestaltet wurde. Krake entlaufen. Peter Shaw bittet um schleimige Hinweise. Gesetzt den Fall, dass du Opfer eines Streiches geworden bist, bleibt die Frage, wie der oder die Verantwortliche an dein Krakenfoto gelangt ist. Ja, das ist die Frage. Statt geschwollen daherzureden, solltest du lieber helfen, die Zettel abzureißen. Okay. Wartet. Hört ihr das? Ich bitte Sie, das war doch keine Absicht. Vielleicht hören wir bei der Einfahrt mehr. Let's go to the Einfahrt. Das ist anders. Ich versichere Ihnen, dieses Missgeschick tut mir außerordentlich leid. Können wir das nicht gütlich regeln? Sehen Sie erstmal zu, dass meine Ware komplett ist. Dann werde ich mir überlegen, ob ich Sie so davon kommen lasse. Ah. Dümmer kann man die Einfahrt echt nicht blockieren. Da kommt kein Mensch vorbei. Klar, übers Auto. Dümmer kann man die Einfahrt... Dümmer kann Sunrise Road. Gebrauchtwarencenter T. Jonas. Oh. Ah, jetzt reiße ich erstmal alle Zettel hier ab. Zack. So, jetzt ist mir wohler. Na los, hol ihn dir. Aha. Hallo? Sir? Oh, das ist ein Hund. Könnten Sie bitte den Alarm abstellen? Ja, wen haben wir denn da? Wir nehmen natürlich den Ball und geben dem Ball natürlich den Hund. Komm und hol dir das Bällchen. Badoing. Oh, ja, jetzt habe ich... Nun hol du mal das Bällchen. Das amtliche Kennzeichen des Wagens sollten wir dem Fahrzeughalter zukommen lassen. Alles klar. Schneidet euch nicht an den scharfen Kanten. Ach, zu quaken. Das ist wieder Peter-Style, ne? 99 Bälle. Was geht denn bei euch ab? Nicht euer Ernst. Oh Gott. Hä? Ich kann nur rumrascheln, aber es nicht mitnehmen. Okay. Dümmer kann man die Einfahrt echt... Wie komme ich denn jetzt rein, Mensch? Naja, vielleicht... Nee. Hä, was wollt ihr denn jetzt? Dümmer kann man die Einfahrt... Ich drücke und drücke, aber das grüne Tor geht nicht auf. Etwas blockiert den Mechanismus auf der anderen Seite. Okay. Hier raschelt's nur und ich kann nichts machen. Das ist ja dämlich. Ja, und jetzt? Was steht denn hier? Ach, etwas Scharfkantiges könnte helfen. Ich hab doch das Dings hier. Hä? Und drücke aber das grüne Tor. Wo ist denn das jetzt? Ich drücke und drücke, aber das grüne Tor geht nicht auf. Etwas blockiert den Mechanismus auf der anderen Seite. Ja, ich kann nicht. Was wollt ihr von mir?
Es gibt doch nichts über ein gutes Werkzeug. Das grüne Tor? Jetzt sollten wir das rote Tor öffnen können. Oh, natürlich. Oh, ja, Mann, bin ich dumm. Ob uns der Wachhund vom roten Tor durchlässt? Auch wenn das rote Tor wieder funktioniert, wir müssen die Spuren dieses Vandalismus beseitigen. Auch wenn das rote Tor... Diggi. Was wollt ihr denn jetzt? Freiluftwerkstatt nach Werkzeug suchen? Hä, was für eine Freiluftwerkstatt? Das muss doch... Auch wenn das rote Tor wieder funktioniert. Was ist, wir müssen die Spuren des Vandalismus beseitigen. Was ist denn die Freiluftwerkstatt? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Leute, ich verstehe es nicht. Auch wenn das rote Tor wieder funktioniert, wir müssen die Spuren dieses Vandalismus beseitigen. Ja, dann lass mich doch rein. Dann kann ich den Vandalismus beseitigen. Dümmer kann man die Einfahrt echt nicht blockieren. Ich drücke und drücke, aber das grüne Tor geht nicht auf. Mein Gott. Es gibt hier, ich kann nichts machen. Auch wenn das rote Tor wieder... Du gehst mir auf den Nerv. Freiluftwerkstatt, was ist denn jetzt hier gemeint? Auch wenn das Foto... Was ist denn da nur gemeint? Dümmer kann man die Einfahrt... Freiluftwerkstatt... Ich drücke und drücke, aber das grüne Tor geht nicht auf. Ich habe doch hier nun gar keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu machen. Da hinten kann ich nicht hin. Oh Leute, ich check's nicht. Das ist doch lächerlich. Ich will ja auch nicht... Dümmer kann man die Einfahrt echt nicht... Ich will so ewig hier rumbraten da. Auch wenn das rote Tor wieder funktioniert, wir müssen die Spuren dieses Vandalismus beseitigen. Ja, auch wenn das rote Tor macht es doch einfach, Junge. Auch wenn das... Wisst ihr was? Ich find's lächerlich, ich find's albern. Guck mal, das ist so ein Spiel, das nervt mich direkt schon wieder. Wenn man nicht... Aber das ist, glaube ich, Stil dieser Spiele. Du spielst sie und dann gehen sie dir so dermaßen auf den Sack, dass du keinen Bock mehr hast. Von daher würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Es ist nämlich auch schon spät. Ich schlafe eine Nacht drüber und morgen weiß ich dann bestimmt mehr. Wahrscheinlich bin ich auch einfach nur wieder völlig bescheuert. Oder was ist hier? Ja. Oh. Das ist natürlich der Knopf. Oh Mann! Okay. Ich mach doch noch ein bisschen. Matilda steht genau vorm alten Tor. Und damit können wir nicht in die Zentrale, ohne dass sie uns sieht. Okay. Aber ich will wissen, was Tante Matilda bedrückt. Wir sammeln jetzt erstmal ein paar Bälle, ey. Manchmal bin ich einfach wie vernebelt. Echt dämlich. Bevor wir zu Onkel Titus gehen, sollten wir mit meiner Tante sprechen. Ja. Sprich doch mit deiner Tante. Ach, Jungs, da seid ihr ja. Also, ihr müsst uns helfen. Titus hat einem Kunden 500 Flummis verkauft. Dann gab es einen kleinen Unfall mit dem Wagen und die Bälle sind durch die Gegend geschleudert worden. Der Kunde ist stinksauer. Ein Unfall? Geht es Onkel Titus gut? Ja, aber er ist in seiner Ehre gekränkt, weil ihm der Kunde Unfähigkeit unterstellt. Klar helfen wir, die Flummis zu finden, Mrs. Jonas. Klar, sind ja nur 99, alter Schwede, ey. Völlig übertrieben. Naja, ein paar Flummis habe ich entdeckt. Hier, nehmt sie mir doch bitte ab. Ha, jetzt kriege ich einfach noch mal einen ganzen Haufen. Die Flummis können sonst wo auf dem Schrottplatz gelandet sein. Zum Glück sehen 8 Augen mehr als 2. Okay. Nett. Ach, guck an. So
Bekümmert habe ich deinen Onkel nur erlebt, wenn es deiner Tante nicht gut ging. Du, 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 di, 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 di. Schon mal immerhin. Die Kiste war randvoll mit Flummis. Bis auf 99 haben wir alle wiedergefunden. Den Rest zu finden wird ewig dauern. Ist das die Originalstimme? Wenn Mr. Cervantes Klage einreicht, wird er sich nicht mit Kleingeld begnügen. Klage wegen Flummis. Ach, Jungs, ein kleiner Moment der Unachtsamkeit. Und ich streife den Wagen von Mr. Cervantes. Ich kann ihn nicht beruhigen, vielleicht hört er auf euch. Ja, Bro, ich... Ach, Jungs. Wir sammeln jetzt... Oh, da war, glaube ich, noch einer. Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Weiß ich nicht, aber hier sind ganz viele Flummis. Let's search the Flummis. Sieht alles aus, als würde ich es mitnehmen müssen. Bei Farbnuancen lässt mich mein fotografisches Gedächtnis leider im Stich. Hätten wir nur eine Vorlage, wie der Zaun vor seiner Verunstaltung aussah. Ach so, ja, irgendwo ist das bestimmt. Tapetenablöser. Das Pulver muss noch eingerührt werden. Bei Pinsel fällt mir ein, wie Tante Mathilda uns mal verdonnern wollte, den Zaun von innen zu streichen. Ah, okay. Toll. Hier endet Tunnel 2, unser alter Geheimgang in die Zentrale. Ob wir noch durchpassen? Oh. Ein Waschbär. Da ist schon einer. Ein Procyonlotor, umgangssprachlich Waschbär. Wegen seiner Anpassungsfähigkeit ist er immer häufiger in urbanen Gebieten anzutreffen. Damit dürften wir diesen Geheimgang wohl abschreiben. Okay. Das Gitter wieder abdecken. Gut. Okay, Leute, ich wollte tatsächlich vorhin ja schon Schluss machen für heute. Das werde ich jetzt auch tun. Und zwar in einem Moment, wo ich nicht genervt bin, sondern es ist einfach meine eigene Schuld gewesen. Also, ich mache für heute Schluss und beim nächsten Mal können wir ganz einfach weitermachen und den Schrottplatz weiter erkunden und noch so einige Flummis finden. Ich bin gespannt und bis dahin macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.